Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute die Crew, Rückkehr zum neunten Planeten, von Andreas Uhlich mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und, Mini-Spoiler, ich fand's mega. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute was ganz, ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar die Crew, Rückkehr zum neunten Planeten, von Andreas Uhlich. Und vielleicht seht ihr das so ein bisschen, das hängt hier so ein bisschen durch, weil es eigentlich zwei Bücher sind, die mit diesem Umschlag zusammengeheftet sind. Ich wollte das aber nicht extra da wieder reinquetschen, um es dann wieder rauszuziehen und mich dabei total zu blamieren, weil ich darin ja so gut bin. Und deswegen habe ich euch erstmal den Umschlag hier alleine und gleich zeige ich euch nochmal die Bücher. Also das ist das Gesamtcover. Das ist der Rücken. Und der Klappentext vom Gesamtbuch. Und da kann ich jetzt nicht viel näher rangehen, weil das sonst... So, mehr geht leider nicht. Weil sehr viel Text ist. Und wie gesagt, also das Besondere an diesem Buch ist, dass es zwei sind. Und zwar so. Wenn man die so nebeneinander tut, dann bilden hier sogar die zwei Gesichter von einer Frau und einem Mann ein Gesamtbild. Und das finde ich total interessant. Es ist genau das gleiche hier mit diesem Wirbel und all das. Also das ergibt genau passend ein Bild. Sowas liebe ich wirklich. Und ich fand diese zwei Bücher richtig, richtig, richtig toll. Das Konzept ist außergewöhnlich. Aber dazu später noch mehr. Jetzt erstmal nur kurz zum Überblick. Also ihr lest entweder allein oder zu zweit. Und es gibt Buch 1 und Buch 2, jeweils mit einer anderen Sichtweise. Die Geschichte ist gleich. Nur erfahrt ihr halt im einen Buch ein bisschen mehr über den einen, im anderen Buch ein bisschen mehr über den anderen. Und wenn ihr lest, dann ist das nämlich so. Moment. Anleitung einmal vorbei. Das sind jetzt noch die Protagonisten. Geht's denn los? Hier, also, ne, da fängt's an. Ich zoome mal ein bisschen. So. Ihr habt immer diese Einträge hier. Und auch hier seht ihr schon C1. Also das ist die Sicht von C, von Kim. Und das ist Nummer 1. Und es geht aber nicht weiter in C2, sondern wenn ihr hier am Ende seid, steht hier C90. Darum geht es in dem Buch. Ihr müsst sehr, 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 sehr viel blättern. Also ich zeige euch das mal. Ne, C90. Und am Ende von C90 steht jetzt hier zum Beispiel, weiter geht's in C57. Und immer wieder zwischendrin müsst ihr Entscheidungen treffen. Und je nachdem, welche Entscheidung ihr trefft, geht's woanders weiter. Und ich finde es ja total interessant. Und das gibt es in beiden Sichtweisen. In der zweiten Sichtweise, das ist die von Prosper, da ist dann alles mit P und den Zahlen. Aber wie gesagt, dazu dann gleich noch mehr. Ich fand es jedenfalls wirklich, wirklich, wirklich cool. Eine zehnköpfige Crew ist auf dem Weg zum bislang noch unbenannten neunten Planeten des Sonnensystems. Unterwegs treten immer wieder Probleme auf und Entscheidungen müssen getroffen werden. Manche davon könnten die Mission gefährden, andere das Leben der Crew. Werden sie die Mission erfüllen oder bei dem Versuch sterben? Dieses Buch, oder wenn man es genau nimmt, Bücher, ist etwas ganz Besonderes. Zu Beginn muss man sich entscheiden, ob man die Geschichte aus der Sicht der Kommandantin Kim lesen möchte, aus der ihres zweiten Offiziers
Prosper oder ob man beide Sichtweisen in Stereo lesen möchte, beziehungsweise die Bücher zu zweit im Wechsel vorliest. Da ich Single bin und sich alle in greifbarer Nähe schnell versteckt haben, habe ich das Buch erst aus der Sicht von Kim und im Anschluss noch einmal aus der von Prosper gelesen. Das allein wäre schon cool genug. Aber jetzt kommt der Clou. Das Buch ist nicht fortlaufend. Man liest also nicht durchgehend von Seite 1 bis zum Beispiel Seite 20 durch, sondern man springt ständig von vorn nach hinten und zurück und zwischendrin mal in die Mitte. Die Handlung spielt sich in überwiegend recht kurzen Paragraphen oder auch Absätzen ab. Am Ende folgt man entweder dem Hinweis darauf, wo man weiterlesen muss, oder muss eine Entscheidung treffen. In dem Fall stehen einem mehrere Wege offen. Jeder Weg entscheidet über den Fortgang der Handlung. Manchmal, oder wenn es euch wie mir geht, oft, führen die Entscheidungen zum Missionsabbruch. Manchmal bringen sie die Crew aber auch in Lebensgefahr. Wenn ihr euch, wenn man so will, richtig entscheidet, geht es weiter. Ich persönlich habe dieses Konzept geliebt. Ich fand die vielen Möglichkeiten faszinierend und habe manchmal beide parallel weitergelesen. Einfach, weil ich wissen wollte, was passiert. Es dauert eine ganze Weile, bis man mit den Charakteren warm wird, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Allein schon wegen der Story. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen und später die zweite Sichtweise dazuzunehmen. Ja, es ist anfangs total irritierend, dass man so viel blättern muss. Das stelle ich mir beim E-Book noch komplizierter vor. Aber man gewöhnt sich dran. Ich würde allerdings dringend dazu raten, sich einen Block und einen Stiftgriff bereitzulegen. Wenn man nämlich mal kurz unterbricht, ist es nicht immer leicht, sich daran zu erinnern, bei welcher Buchstaben- und Zahlenkombination man denn jetzt nochmal weiterlesen muss. Ich fand das Buch wirklich richtig, richtig gut. Ich liebe die Idee und das Konzept und konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Manchmal habe ich auch, entgegen der Regeln, parallel mehrere Möglichkeiten gelesen oder bin extra nochmal zurück, weil ich auch diesen Weg verfolgen wollte. Es ist anfangs total irritierend, dass man so viel blättern muss, aber man gewöhnt sich daran. Ich rate allerdings bei Pausen zu Stift und Papier. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Vor allem, weil es eigentlich mehrere Bücher in einem sind. Als ich fertig war, habe ich direkt noch die zweite Perspektive gelesen und mich auch mehrmals getraut, komplett andere Entscheidungen zu treffen. Wer Science-Fiction mit Weltraumabenteuern mag und gerne mal was komplett Neues ausprobieren will, der ist hier genau richtig. Mir hat das Buch unheimlich viel Spaß gemacht und bekommt von mir ganz klar 5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!